Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind hier, ich habe keine Ahnung, Golem-Totenacker. Hier sind alles tote Golems. Aha. Okay. Okay, mach an. Verdammt. Warum hat der das jetzt nicht gemacht? Wenn alle, ich bin mal gespannt, ob der Golem dann wieder lebt. Nein, dann geht der aus. Willst du mich verarschen? Ich krieg die alle gar nicht zu dritt an. Oder geht das nicht? Mal gucken. Ach so, den kann man aktivieren irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie. Na gut. Vielleicht finden wir das noch raus. Mal schauen. So, wo ist denn noch ein Obelisk? Das wäre noch... Da ist ein Ertrunkener. Ja, der interessiert mich nicht, der Ertrunkene. Da ist... Ah, da ist der Kesat-Obelisk. Dann schwupps. Machen wir das Ding rein. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren. Okay. Dann haben wir 5 schon mal eingesetzt. Es fehlen nur noch 5. Und die werden wir auch irgendwie mit Sicherheit bekommen. Wir müssen jetzt eigentlich nur zum Lagerfeuer zurück. Ja. Wobei, warte mal. Wölfe. Ich gehe mal noch nicht direkt zum Lagerfeuer. Ich gehe mal erstmal wieder in die Richtung. Vielleicht finden wir noch ein paar Wölflein. Uns fehlen dann nur noch 2 Wolfsfälle fehlen uns noch. Dann könnten wir Jean-Pierre das geben und dann ist die Quest vorbei. Ich glaube, da hinten ist das, ne? Ne, da. Diese Richtung. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Gut erkannt, Geralt. So, da haben wir schon wieder Druiden, die wir sehen. Da ist noch ein älterer Druide. Aber gerade keine... Na gut, da sind Wölfe, die will ich jetzt aber nicht töten. Nö, ich will mit denen nicht reden. Wir gehen nochmal kurz hier, da waren ja Wölfe. Ha. Wo habe ich denn die Wölfe erlegt? Hier oben irgendwo, ne? Vielleicht sind hier ja gleich nochmal Wölfe. Das schwere, voll toll. Scheint mir aber leider nicht so. Ha. Das ist doof. Weil die Wölfe will ich jetzt nicht angreifen, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich dann irgendwie mit denen so Beef habe. Und die war ja ganz nett. Also muss das nicht unbedingt sein. Und hier sind alle freundlich, auch die Wyvern sind freundlich. Deswegen lasse ich die hier auch mal in Ruhe. Ist ja ein idyllischer Ort. Ha. Ach Mann, ey. 2 verkackte Wölfe noch. Warte mal, wo? Ich mache mir mal einen Wegpunkt hier wieder hin. Da muss ich ja sowieso hin. Ah, wobei. Ich könnte natürlich mir auch... tja, welches war das jetzt? Hier sein... Zu Vivaldi sollen wir ja gehen. Und wenn wir die jetzt mal verfolgen... Wir müssen ja eh wieder raus hier. Hier gibt's nichts. Das ist doof. Ach, das ist doch kacke, ey. Ich brauche noch 2 Wölfe, Mann. Das ist ein Holzfäller. Was macht ein Holzfäller hier? Jaren Bolt, wer ist das denn? Wenn der einen Namen hat, ist der bestimmt wichtig. Das ist der Chefholzfäller hier. Wer seid ihr? Geralt der Hexer, ein Freund. Mal sehen. Und ihr? Jaren, ich spreche für die Holzfäller. Können wir reden? Sprecht. Habt ihr wohl Arbeit für einen Hexer? Es ist zwar nicht ungefährlich, aber die Bestien lassen uns in Frieden. Also nichts? Vielleicht. Für jemanden, der gern Risiken eingeht.
Ich bin ganz Ohr. Die Büschelkrautpflanze müsste gerade im Sumpf blühen. Soweit ich weiß, ist sie recht wertvoll. Die Droge, die man aus ihr herstellt, ist es. Pflückt ein paar Blüten, daran könnten wir beide verdienen. Ich soll durch den Schlamm warten und allen Gefahren trotzen, aber den Gewinn teilen wir? Ihr wisst nicht, wie Büschelkraut aussieht oder wo man ihn verkaufen kann. Na gut. Also gut. Spielen wir Kräuterkundler. Großartig. Zwei Zahnblüten sehen wie rote Orchideen aus. Sie sind im ganzen Sumpf zu finden. Verkauft sie dem Fährmann. Fragt die Leute, die im Sumpf leben, wenn ihr keine finden könnt. Ich bringe die Blumen zum Fährmann, sobald ich sie gefunden habe. Okay, dann spielen wir jetzt einfach Drogen wieder. Ich muss 5 Büschelkrautblumen finden. Das Problem ist natürlich, dass ich keine Ahnung, wie Büschelkraut aussieht. Aber ich denke mal, wir werden eh noch mal irgendwann herkommen. Was ist denn Krähenauge? Aber das interessiert mich jetzt nicht. Weil vielleicht kann ich das noch nicht machen, weil ich das noch nicht so hoch gelevelt habe mit der Intelligenz. Das weiß ich nicht. Und selbst wenn nicht, das ist so eine Quest. Naja gut, wenn ich sie mache, ist gut. Wenn nicht, naja gut, dann scheiß drauf. So schlimm ist es auch nicht. Finde ich jetzt, also. Ich will auf jeden Fall. Ein Höhleneingang. Hey! Kackding. Greif an. So eine Echinopse. Was soll denn das? Hör auf mich anzugreifen, du Kackpflanze. So. Komm, du hast bestimmt Überreste. Sporen, Sporen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Höhleneingang, das ist interessant. Ach, hier gibt es Büschelkraut. Boah, muss ich aber so wieder so weit laufen, ey. Na gut, hier ist ein Höhleneingang, das ist auch interessant. Bist du bestimmt noch eine Quest zu, oder? Na gut, dann gehen wir halt wieder einmal quer durch den Sumpf. Und, tja. Versuchen mal ein bisschen Büschelkraut zu finden. 5 Stück brauchen wir. Wenn wir schon irgendwie zusammenkriegen. Die lasse ich jetzt allerdings liegen, die sind mir egal. Relativ egal, sage ich mal. Ist jetzt. Solange sie mich nicht angreifen, dürfen sie erstmal weiterleben. Wir müssen Drogen herstellen. Naja gut, eigentlich nicht. Wir müssen ja nur die Zutaten dazu finden. Und ich muss unbedingt gucken, wo ich die ganzen Sephira herbekomme. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, die zu bekommen, wenn ich mich nicht irre. Mal gucken. Das wird schon irgendwie funktionieren. Das sind, glaube ich, entweder immer Questbelohnungen oder auch nicht. So, scheiße, da komme ich nicht rum. Das ist blöd jetzt. Heißt, ich muss hier einmal rum. Voll dicht bewachsen hier, meine Güte. Dann gehen wir hier lang und dann sollten wir doch schnurstracks dahin kommen. Da ist noch eine Echinopse. Da ist Büschelkraut. Okay, dann muss ich die Echinopse halt töten, kein Problem. Schnauze. Da ist ja so ein Leiche dran. So, tot. Geht doch. Ein Büschelkraut haben wir. Nehmen wir mal mit. Haben wir Büschelkraut nicht schon? Nee, leider nicht. Schade. Ah, ihr greift ja sowieso nicht an, ihr Pussys. Ach, egal. Krieg ich ja eh nur Sporen. Na gut, dann gehen wir ein Stückchen weiter. Oh. Die ertrunkenen Toten sind voll die Pussys, ey. Die machen nichts. Hier ist der Magierturm auch irgendwo. Der müsste, glaube ich, sogar neben dem Büschelkraut-Ding liegen. Boah, ich bin hier voll im Dickicht, ey. Voll drinne. Da. Ach, jetzt kann ich da nicht vorbei und da durch. Das ist doch Bullshit, ey. Oh, hier scheint der Magierturm zu sein. Komme ich jetzt da hinten hin? Ich will das Büschelkraut haben.
Auf jeden Fall noch ein Obelisk gefunden. Hier ist der Magierturm, da kommen wir nicht rein. Okay, Moment, ich muss einmal außen rum. Nehmen wir hier außen rum, auch kein Problem. Da ist der Magierturm. Da ist auch noch ein Büschel Kraut. So, zack. Dann war es schon zwei davon. Da hinten sind auf jeden Fall zwei. Wenn ich Glück habe, sind da noch mehr. Ne, Schöllkraut. Ja, die ertrunkenen Toten lassen einen ja in Ruhe. Was soll ich die jetzt angreifen? Ich will jetzt... Eigentlich komme ich ja nicht durch, ne? Total dumm, dass ich da nicht durchkomme, echt. Oh, hier ist ein Kundschafter von der Scoia'tael. Das ist ja interessant. Aua. Okay, ja, die sind mir jetzt trotzdem egal. Ha. Dann wollen wir mal kurz zu dem Kundschafter gehen. Da hinten ist auch noch so ein Scoia'tael. Genau. Du machst die mal kaputt. Ich gehe weiter. Ne, hier kann ich nicht weiter, verdammt. So, hier in die Fresse. Jetzt bist du tot. Zack. Geh dich auch nochmal in die Fresse und... Zack. Auch down. Und jetzt... Reden wir mal. Was? Ich suche Büschelkrautblüten für den Holzhacker Yaren. Diese verräterische Marionette der Menschen? Ich werde euch nicht helfen. Wurzeln zu pflücken ist sowieso unter meiner Würde. Mhm. So siehst du auch schon aus. Ist kein Problem. Oh, da hinten ist auch noch ein bisschen Kraut. Lass mich da durch hier. Lass mich durch, habe ich gesagt. Dann holen wir uns das halt einfach so. Hier sind zwar die Scoia'tael, aber das ist mir jetzt relativ egal. Wir können mal mit einem normalen... Warte mal, hier war doch ein so normaler Scoia'tael da vorne. Mal mit ihm reden. Menschen sind Eindringlinge. Wir wollen die Welt zurückerobern, die einst uns gehörte. Was meint ihr damit? Einige unserer Größten gaben ihr Leben im Kampf gegen die Menschen hin. Zuerst, als eure Art in diesen Landen eintraf und unlängst, als wir abermals entschieden, dass wir die Tyrannei der Menschen nicht länger dulden können. Habt ihr die Fennewettblumen gesehen? Ihr findet sie nicht, weil ihr sie nicht von gewöhnlichen Pflanzen unterscheiden könnt. Der Hass macht euch blind. Ich habe Fianewet gepflückt. Zeigt mir, was ihr habt. Ich spüre, das wird lustig. Ich habe sie wahrscheinlich nicht gepflückt. Aber bestimmt nicht. Ich habe echt, ach, keine Ahnung, ey. Kann ich mich aber auch nicht dran erinnern. Geht zum Teufel. Geht zum Teufel. Ah, ich gehe jetzt sowieso. Da hinten gibt es nämlich noch zwei Büschelkraut-Dingens. Bursche, lass mich vorbei. Wo sind die denn genau? Da hinten. Dann hole ich mir die, dann habe ich sie nämlich und dann kann ich die dem Fährmann bringen. Denn ich wäre sowieso wieder zurück. Oh, hier gibt es sogar noch mehr Büschelkraut. Alter, hier gibt es aber viel davon. Oh nö, jetzt kann ich das nicht sammeln, weil ich hier verfolgt werde, oder was? Scheiße. Dann gehe ich mal ein Stück weiter weg. Die verfolgen mich natürlich, aber wenn ich hier bin, müsste das gleich aufhören. Mann. Na gut. Dann müsst ihr sterben. Aua. Du Arsch. So, weg mit dir. Los. Lass mich Büschelkraut sammeln. So, geht doch. Zack. Und zack. Jetzt haben wir 5. Und jetzt können wir nämlich wieder zurück zum Fährmann. Dann werde ich nämlich auch direkt mal das hier wieder aktivieren. So. Und dann geht's wieder zurück. Dann muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn zurück? Keine Ahnung. Hier schon mal nicht. Da ist ein Weg. Hier kann ich durch den Sumpf. Dann gehen wir mal hier lang.
Okay, ich habe auf jeden Fall den Turm schon mal gefunden. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn ich die 5 Saphira eingesetzt habe, dann weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Dürfte ja kein Problem sein, die zu finden, hoffe ich. Oh, hier gibt es auch diesen Schrein der Militele. Kann man da vielleicht auch noch so ein Ding bekommen? Wo ist denn der? Der ist hier. Dann gehe ich jetzt erstmal da kurz hin. Vielleicht kann ich da auch nochmal so Essen geben oder so. Und dann bekomme ich auch nochmal ein paar Saphira. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das hier auch funktioniert. Da sind diese Blutsauger-Spacken. Ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe. Drei Frauen. Das erinnert mich an etwas. An seinem Fuß befindet sich ein Altar. Ha. Was möchtet ihr tun? Nein, nein. Ritual der Magie durchführen. Natürlich. Tja, das Ding geht aber auch nicht weg. Das heißt, ich kann hier nichts machen. Schade. Mit dem Altar kann ich auch nichts machen. Okay, das finde ich jetzt blöd. Das ist doof. Na gut, dann... Achso, dann nehme ich mal lieber die Quest. Ist ein bisschen besser. So, zack. Und dann geht's zurück. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da an Kohle bekommen. Für den ganzen Rotz. So, da ist mir gerade ein Stift vom Tisch gefallen. Diese Stifte immer. Die machen, was sie wollen. Unglaublich. Naja, kommt durch alle raus. Ist mir relativ egal. Das ist ein Ziegelbrenner. Ich will aber zum Fährmann. Aber müssten wir nicht eigentlich gleich da sein? Hä? Ach, hier sind die Tongruben. Ja, wir sind gleich da. Dauert noch ein kleines Stückchen, aber wir sollten das noch schaffen. Dann werden wir uns. Aber wir werden erstmal natürlich die Sachen verkaufen und uns dann erst übersetzen lassen. Und dann gehen wir zu Vivaldi. Da müssten wir eigentlich nochmal zurück, aber das machen wir später irgendwann. Wenn ich wieder genug habe. Jetzt habe ich natürlich für Pierre nicht. Für Jean-Pierre nicht genug. Was wollt ihr? So, hier. Yaren lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich. Ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr. Hier. 5 Büschel Krautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Und schöne Grüße an Yaren. Gewiss doch. Was wollt ihr? So, du setzt Bringt mich jetzt mich mal auf über, die andere kleiner Pisser. Zeit ist Geld. Ja. Ich frag ihn, warum fragt er denn, wie ich mich entschieden habe? Ich Was möchte los? Hier weg. So. Sonst hätte... Na dann. So, das können wir noch überspringen. Dann kommt der Ladebildschirm, dann kommt nochmal das Anlegen. Das können wir auch überspringen, das ist kein Problem. Mach hin. Schneller, schneller, schneller. Und wir sind am Deich. Los. So. Okay. Dann. Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Aber ihr solltet die Straße. Wartet jemand auf die Fähre? Nö. Vielleicht, also ich nicht. Vor allem wartet jemand auf die Fähre. Ey, die Fähre ist doch tagsüber immer da. Ist ja jetzt nicht so, als ob die immer unterwegs ist. Na gut, dann gehen wir mal zu Vivaldi, überbringen die Nachricht, blabli blub. Was haben wir hier noch zu tun, weiß ich jetzt nicht. Nix eigentlich. Eigentlich nichts. Oder doch? Ich meine, gut, man hat natürlich immer irgendwie was zu tun. Ja, das schon. Aber ich muss dann erstmal gucken, was ich als nächstes mache. Wir brauchen noch 2 Wolfsfelle. Wir brauchen noch ein bisschen Hundeteig. 6 Stück, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Naja, mal gucken. Da ist Vivaldis Butze schon. Und wir müssten ja nochmal zurück und die Antwort überbringen. Das machen wir aber, wie gesagt, erst dann, wenn ich die anderen Sephiras habe. Sonst lohnt sich das nicht. Das wäre Quatsch. Was führt euch hierher?
Hier. Ich habe eine Botschaft von Yevhen für euch. Yevhen? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob Elf, Mensch oder Zwerg. Alle wollen sowieso immer dasselbe. Gold? Gold, ganz genau. Wenn ihr später noch einmal vorbeikommen wollt, könnt ihr meine Antwort an Yevhen abholen. Einverstanden. Aber rechnet nicht mit Gold von mir. Yevhen hat euch zweifellos welches versprochen. Okay. Dann würde ich einfach mal aber sagen, ich kann auch hier auch rasten, das werden wir auch tun. Ich habe keine Zeit. Manu. Alle sind verrückt geworden. Ich hab auf einmal eine andere Stimme. Naja, egal. Dann ist das so, dann stellen wir uns jetzt einfach vor seine Tür und boykottieren das Ganze. Ich beende die Folge hier, bedanke mich bei euch fürs Einschalten, hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal... Schöne grüne Lampe. Scheiße, friedliche Koexistenz. Aha. Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Bis dann, haut rein, Leute.